Mit zunehmendem Alter wuchs die Weisheit und Gnade von Jesus Seele vor Gott und den Menschen, und zwar in dem Maße, dass sich der Gottgeist nach und nach stets mehr mit seiner göttlichen Seele einte. Wie jeder andere Mensch musste auch er sein Liebekämmerchen durch Liebe, Demut und Nächstenliebe öffnen, stärken und mit seiner Seele in Einklang bringen. Auch seine Seele musste durch harte Arbeit von allen irdischen, sinnlichen Verlockungen abgelenkt werden. Auch Jesus hatte einen freien Willen, daher sagte ihm die Verbundenheit mit seiner göttlichen Lichtzentrale zwar stets, wohin er gehen und wen er treffen sollte, wer was sagen, tun und denken würde. Doch seines freien Willens wegen wusste Jesus nie alles, was der große Lichtvater, die eigentliche Gottzentrale, in ihrer Allwissenheit wusste. Jesus fühlte in sich fortwährend auf das Lebendigste, die allmächtige Gottheit. Er wusste es in seiner Seele, dass alles seinem leisesten Willen untertan war und ewig sein musste. Dazu hatte er den größten Drang in seiner Seele, zu herrschen über alles. Stolz, Herrschsucht, vollste Freiheit, Sinn für Wohlleben, Weiberlust und dergleichen mehr, auch Zorn, waren die Hauptschwächen seiner Seele. Aber er kämpfte aus dem Willen der Seele gegen alle diese mächtigsten Triebfedern seiner Seele. Den Stolz demütigte er durch seine Armut, wo ihm doch eigentlich alles gehörte und er doch nichts sein Eigen nennen durfte. Die Herrschsucht bändigte er dadurch, dass er allen Menschen diente. Den Hang zum Wohlleben bekämpfte er mit oftmaligem Fasten, aus Not und aus freiem Willen der Seele. Die Weiberlust bekämpfte er durch magere Kost, durch Gebet und durch den Umgang mit weisen Männern. Sein göttliches Gemüt mäßigte er durch seine Liebe und seine Erbarmung. Denn ob der Bosheit und Falschheit der Menschen konnte er sich derart erzürnen. Sein Leben lang verleugnete er sich selbst, unterdrückte seine eigenen Verlangen, um dadurch die einst zerrüttete ewige Ordnung Gottes wiederherstellen zu können. Gottes Gesetz war durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit war durch Jesus gegeben, welche die harten Bande der Gesetze sänftigte, weich machte. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, somit hältst du alle Gesetze ein. Unser Lichtvater hat uns Menschen ein Gefühl ins Herz gelegt, welches die Wahrheit viel eher erkennen kann als unser Gehirn. In diesem Gefühl weilt die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe durchdringt diese Wahrheit und macht sie lebendig.